Hallo Leute, heute in Elektro-Training in 5 Minuten. Ja, meine kleine Balkon-Solaranlage, also dieses kleine PV-Modulchen, das man sozusagen per Steckdose einstecken kann, also direkt an die Steckdose anstecken kann. Da schreiben mich sehr viele Leute von euch an. Und zwar immer mit der Bitte, ja, was soll ich jetzt da genau kaufen? Ich kenne mich nicht aus und so weiter und so fort. Und da jetzt, wie schon gesagt, gerade die Sommersaison, sage ich mal, die Sonnensaison jetzt dann gleich startet. Also wir sind ja jetzt hier 1. März. Und deswegen möchte ich jetzt hier in diesem Video mal nochmal alles so zusammenfassen, was man alles braucht für so eine Mini-PV-Anlage oder Guerilla-Anlage. Und euch unten dann auch entsprechende Kaufempfehlungen bzw. Empfehlungen aussprechen, was ihr alles braucht und was nicht und worauf ihr achten sollt. So, jetzt erstmal starten wir mal mit dem großen Ganzen. So, also wie ihr hier hinter mir sehen könnt, seht ihr hier oben, ich habe zwei Module mit so 110 Watt. Ein Modul liegt auch daran, dass ich hier einen Wechselrichter habe mit 250 Watt, was ich, wenn ich die Anlage nochmal neu aufbauen müsste, was ich bei meiner Freundin auch tue, also dieses Haus, das wir sozusagen gemeinsam ziehen, werde ich nochmal so eine komplette Anlage aufbauen, wird wahrscheinlich irgendwann Sommer 2020 oder 2021 werden, momentan geht es bei mir zeitlich nicht. Und wie gesagt, ich habe hier zwei Module mit 200, also 110 also im ganzen 220 Watt und 250 Watt Wechselrichter. Und ja, wie ich die Anlage damals gekauft habe, war sie noch extrem teuer. Und jetzt, und das ist eigentlich das Interessante, sind die Preise irgendwie extrem in den Keller gerauscht. Und da kann ich wirklich empfehlen, euch so eine Anlage wie hier mit ein paar Solarmodulen. Jetzt blendet mir hier die Sonne so. Ihr seht, Frühling ist gekommen. Ich gehe jetzt aber trotzdem rein, weil ich euch das Beste am Rechner zeigen kann. Also bis gleich. Ja, jetzt hier im Indoor Center. Und zwar bei den einzelnen Solaranlagen muss ich wirklich sagen, also dieses Komplettpaket, da haben sich die einzelnen Komponenten, sprich meine PV-Anlage und so weiter, haben sich extrem, also vom Preis im Vergleich zu dem, was ich jetzt gekauft habe, sind extrem runtergegangen. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, momentan bekommt man ein Watt für, ja, ich sag mal 70 Cent, so roundabout. Und das ist schon echt brutal. Wenn man denkt, ein Watt, was das früher gekostet hat, also ja, also ich habe da Anlagen, also ich habe schwerer als Kind, weiß ich noch, wenn ich da so eine Solarpanel, so ein kleines da gekauft habe mit, was weiß ich, 5 Watt, das 50 Euro aufwärts. Und jetzt, also 70 Cent pro Watt. Genau, und deswegen meine Empfehlung, wer sowas vorhat, kauft euch nicht die gigantisch großen Platten, also so 200 Watt, 250 Watt Platten, sondern mehr die 100 Watt Platten. Das ist mehr so ein Standard. Da ist irgendwie meiner Meinung nach der Watt, also der Preis pro Watt geringer. Und auf was ihr auch noch aufpassen müsst, wenn ihr eine, so eine PV-Anlage kauft, also ein PV-Modul, auf die Spannung. Und zwar, ein Wechselrichter hat einen Eingangsbereich, sag ich mal, von 40 bis 90 Volt. Das schafft er in diesem Bereich. Und dann gibt es, ich sag mal, zwei, grob gesagt, zwei Arten von PV-Anlagen. Die einen PV-Anlagen haben eine Leerlaufspannung von um die 20 Volt. Das sind meistens die, was für 12 Volt geeignet sind. Da steht meistens immer 12 Volt dabei. Die haben so für 20 Volt sind die ausgelegt, also haben eine Spannung von 20 Volt im Leerlauf. Und es gibt Anlagen, die haben 40 Volt. Das ist mehr dann für die 24 Volt Batterie gedacht. Und da müsst ihr aufpassen, also beziehungsweise da müsst ihr ein bisschen intelligent rechnen. Meine Empfehlung ist, lieber die 100 Watt Platten, weil die kann man leichter montieren, leichter ja, bewegen und so weiter. Und da auf den Rahmen achten, dass das einigermaßen stabil ist, aber es ist eigentlich überall der gleiche Standard. Und die kann man dann sauber irgendwo dran schrauben, irgendwo befestigen. Darum ist das natürlich an eure Gegebenheit. Ja, müsst ihr euch da irgendwas überlegen, damit das sauber befestigt ist. Aber das ist in der Regel kein Problem. Und ja,
Also meine Empfehlung, jetzt kurze Rede, langer Rede, kurzer Sinn. Ich würde euch empfehlen, einen Wechselrichter zu nehmen von, mit der Dimensionierung von 500 Watt. Leicht ein bisschen überhalb dimensionieren und vier Module a 100 Watt, also sprich 400 Watt, Wechselrichter ein bisschen ein Gap nach oben freilassen. Und zwar hat folgenden Grund. Wenn ihr ein bisschen ein Gap nach oben freilässt, dann ja, wird das Teil nicht so warm und hält entsprechend länger. Und zwar nicht nur ein bisschen länger, sondern viel länger. Das ist meine persönliche Meinung. Halt, dürft ihr gerne unten kommentieren. Also das dazu. Dann zum Wechselrichter. Da kann ich den empfehlen, den Typ, den ich selber habe. Das ist von der Firma AE Conversion Micro Inverter, den INF 250, den habe ich. Da gibt es auch von dem gleichen Hersteller, muss ich sagen, bin top zufrieden. Der blinkt immer noch, auch wenn ich jetzt das eigentlich nicht so erwartet hätte, dass das Teil noch läuft, aber es läuft einwandfrei. Da gibt es den 350 für 350 Watt und den für 500 Watt. Preislich machen sich zwischen 250 und 500 Watt, was ich so gesehen habe, 30 Euro aus. Also ich glaube der 250er kostet so roundabout 230, 240 Euro und der 200, und der 500er kostet ein bisschen, also 30, 40 Euro mehr. Deswegen gleich den 500er nehmen, der hat bessere Bauteile drin, der hält mehr aus, meine Meinung. Und auch von den Kosten her, wenn ihr überlegt, ihr könnt beim 250er nur zwei Platten dran schrauben, so wie ich jetzt hier in meinem Fall. Das ist schlecht, aber ansonsten könnt ihr bei einem 500er, der noch ein bisschen mehr kostet, könnt ihr gleich vier Platten dran schrauben und bekommt natürlich unterm Strich eine viel bessere Rendite raus. Also sprich, und eine Last von 400 Watt zu 200 Watt, ja, also da muss ich schon sagen, da ist so 400 Watt schon besser, die ihr abfedern könnt. Also richtig 400 Watt, wenn ich jetzt bedenke, mein Rechner läuft, Licht ist, läuft, was weiß ich, im Keller, die Friedruhe, der Router und so weiter. Wenn man sich das alles ein bisschen so zusammenläuft, also zusammen macht, kommt schon gleich ein bisschen was zusammen. Also weil ich benutze keinen Speicher, wer jetzt das gefragt hätte. Gut, dann denkt man, jetzt haben wir Wechselrichter, haben wir Solarplatten. Übrigens, alles haue ich euch in die Links unten rein. Könnt ihr gerne dann mal angucken, was ich euch da für ein Paket sozusagen zusammengeschnitten habe. Dann, was ihr unbedingt noch braucht, sonst wird es knifflig mit der Sicherheit, das ist eine Art WLAN-Stecker. Also dieser Wechselrichter hat so einen WLAN-Stecker, den ich hier reinsteckt. Und da braucht ihr dann auch so eine Art WLAN-Steckdose. Also wenn man richtig sauber sind, brauchen wir so eine WLAN-Steckdose. Hintergrund ist folgendes. Der normale Schuko-Stecker, wie er oft in der Werbung gezeigt wird oder auf Mess und so weiter, irgendwo in die Steckdose. Es kann sein, dass ein Wechselrichter nicht geeignet ist für diese 50, der Schalter muss ja innerhalb von einer kurzen Zeit, wenn ich den ausstecke, abschalten. Wenn er das nicht tut, kann ich ja hier an die zwei Kontakte vom Schuko-Stecker, kennt ihr ja, kann ich ranfassen und ach, tot. Wobei, da ist auch noch nicht tot, ich muss erst so machen, dann bin ich tot. Und deswegen muss man hier laut dem Gesetzgeber diesen WLAN-Stecker oder ich weiß nicht, ob es einen anderen Firmenhersteller gibt, also ich kenne nur diesen WLAN-Stecker, verlinke ich euch auch hier drunter mit der entsprechenden Steckdose und dann könnt ihr wirklich starten. Dann müsst ihr das ganze Zeug beim Energiebetreiber anmelden. Ist ein ja, Online-Portal, je nachdem, wo er bei euch ist. Online-Portal, Adresse reinschreiben, welchen Wechselrichter habt ihr, wie viel Leistung habt ihr und so weiter und so fort. Absenden, fertig, ist eine ganz kurze Geschichte. Ungefähr so 3-4 Monate meldet sich dann einer. Naja, meistens geht es schon ein bisschen schneller. Bei mir war es genau im August, deswegen hast du ein bisschen Sommerurlaub. Ja, Urlaub gewesen, Urlaubszeit, dann meldet sich einer, kommt einer vorbei, guckt sich das Ganze mal an, ist nicht dramatisch und sagt dann ein paar Worte dazu und so weiter und ja, und das war's. Und dann könnt ihr ohne Probleme einspeisen und euch, sag ich mal, ja, jedes Monat sehr viel Geld sparen, muss ich ehrlich sagen. Strom, kleiner Ausblick, wird momentan immer teurer und wird auch extrem teurer werden, wenn jetzt gerade hier in Deutschland die ganzen Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Kein Kommentar dazu. Wird der Strompreis vermutlich nach oben marschieren. Und deswegen ist alles, was ich an Strom mir sparen kann,
brauche ich nicht reden. Ist super. Und ich vermute, die Preise 30, 40, 50 Cent wird der Strompreis, vor allem jetzt auch mit Elektromobilität, also sprich, es wird ja mehr Strom gezogen jetzt dann, aber weniger steht zur Verfügung, deswegen wird das Teil ziemlich schnell teuer, meiner Meinung nach. Und deswegen kann ich nur sagen, so eine kleine Gorilla-Anlage, Balkonanlage, Dachanlage, wie auch immer sagt, finde ich hier schon wirklich eine feine Sache. Und ich habe es eh schon vorher gesagt, ich werde mir das ganze Zeug bei im Haus, was ich jetzt und die Freundin sozusagen haben, werde ich das ganze Zeug nochmal drauf basteln. Also sozusagen auch nochmal kaufen. Weil das wirklich eine kürzeste Geschichte ist und dann ja, funktioniert das echt. Also bin top zufrieden und deswegen Strom sparen kann man nicht genug und mit sowas kann man sich selber erzeugen und den Strom selber verwenden. Bis 650 Watt ist sowas in Deutschland erlaubt, was ich echt Hammer finde, dass das bei uns in Deutschland sowas überhaupt gibt. Aber da hat sich ja der, also ich glaube, irgendein Politiker hat sich da durchgesetzt und hat gesagt, super, finde ich auch extrem super. Da kann wirklich jeder was für den Klimawandel tun oder gegen den Klimawandel oder wie auch immer. Also zumindest zum Energieeinsparen. Und das ist auf jeden Fall eine Top-Geschichte. Ja, das kann ich nur noch sagen. Unten findet ihr die ganzen Links. Wenn ihr noch Fragen habt, eins muss ich noch dazu sagen, das sind sozusagen Affiliate-Links, sprich, ich werde jetzt bei jedem Link, wenn ihr irgendwas kauft, verdiene ich eine gewisse Provision dazu. Und ja, in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, hier oben könnt ihr noch abonnieren, hier geht es weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, wünsche euch viel Spaß beim Energiesparen, tschüss.